So, ihr Lieben, Christian Schemmeier, Paartherapeut und Beziehungscoach, Psychologe und so weiter, Hamburg, Berlin und in der Nähe von Murnau. Es gibt gerade übrigens so ein 3-Stunden-Paket bei mir, vergünstigt für 3 Sessions, und es gibt einen 12-Euro-Code. Der lautet 12 Ferien, ist also ein 12-Euro-Code, kein 12%-Code. Das heißt, eignet sich vor allen Dingen, wenn ihr einzelne Kurse nachkaufen wollt, aber wird auch für größere Pakete gelten. Bis zum Wochenende ist nur so eine ganz kurze Aktion und ist aber nicht kombinierbar mit anderen Rabatten. Genau, könnt ihr nutzen für die Selbstliebe-Challenge, und es kommt ja auch der neue Glaubenssätze-Kurs dann raus zum 1.8. und vieles andere mehr. Ich habe die Website auch ein bisschen umgestellt, liebeschip.de, könnt ihr euch mal anschauen. So, genau, heute haben wir eine coole Mail. Gibt auch noch ein paar von diesen lustigen Beuteln übrigens. Und zwar geht es um Rebound-Beziehungen, also so Trostbeziehungen, wo ja die, ich Studien gelesen habe, dass die eigentlich genauso stabil sein sollen wie, also Beziehungen, die mal so ganz kurz hinter einer nächsten anfängt, aber so der Erfahrung von vielen Paartherapeuten, mir auch, ist wohl eher, dass das nicht so eine gute Idee ist, dass man sich da eine Menge Ärger mit einhandelt, aber Gott, das Menschenwille ist ja sein Himmelreich bekanntlich und machen ja sowieso alle, was sie wollen, also von daher soll man vielleicht noch ein bisschen anders ein. Aber hören wir mal eine spannende Mail dazu. Wenn du auch solche Fragen hast, kannst du bei einem Formular auf liebeschip.de stellen, das Kontaktformular, und da kannst du auch angeben, ob du sicher eine Antwort haben möchtest. So, lieber Christian, ich möchte dir eine Nachricht zu toxischen Liebeskummer schreiben. Da ist übrigens immer Modul 0. Ne? Nachdem ich mich in den 30ern vor ein paar Jahren in einer Sinnkrise wiedergefunden hatte, lernte ich in dieser Zeit meine Affäre kennen. Unsere Liebe und Verlangen hielten bis auf unzählige kleinere und größere Trennungen über 3 Jahre hinweg an. Gut, das heißt für mich, ich weiß, ich bin halt nicht so der große Romantiker, heißt für mich on-off, nicht kompatibel, fertig. Also ich weiß, dass diese On-Off-Beziehungen irrsinnige Mengen an Chemie produzieren, und dass das kann auch mal, ich glaube, man sollte das auch mal gehabt haben im Leben vielleicht. Weil sonst denkt man immer, ja, wie ist das, wenn man das hat oder nicht hat. Aber wie gesagt, man kann das auch gezielt ansteuern, wenn einem Chemie wichtiger ist. Also ihr seid der Meister eures Lebens, macht, was ihr wollt. Ne? Aber gut, anders als bei ihm änderte sich mein Leben von Grund auf her, und ich empfand mich irgendwann in einer Single-Phase, von der er wusste, er aber andersrum keine Anstalten zu einer Trennung mit seiner Frau gemacht hat. Sein Verhalten hat mich so tief verletzt. Ach nein, sag nicht, dass es wieder ein Dreieck ist. Oh, also ich will jetzt nicht wieder hier ausflippen völlig. Macht, was ihr wollt. Dreiecke bringen Unglück ohne Ende. Ich weiß, dass sie, gerade wenn man vielleicht, ich kenne dich jetzt nicht, aber man kann in einem Dreieck wunderbar so seine Bindungsangstthemen verstecken, weil man muss ja nie so richtig präsent sein. Muss aber gleichzeitig auch nicht alleine sein. Und wenn das jetzt offen wäre, würde ich da auch gar keine Videos drüber machen. Aber wenn das so geheim ist, ist es halt höchst toxisch und hat so einen drogenartigen Charakter. Und aber ich kann wirklich nichts machen, Leute. Ich wirklich, jede zweite Mail ist aus dem Dreieck. Ich mache immer so eine Auswahl hier, was ich mal vorlesen kann. Aber es ist wirklich, es ist so. Also wenn euch, deswegen lese ich auch weiterhin vor, wenn das so ein Riesenthema ist. Aber wie gesagt, ich habe da auch keine, ich bin jetzt kein Moralapostel. Ich würde es nicht machen an eurer Stelle, weil, ja, Karma ist a bitch, und irgendwann ist man mal an einer anderen Stelle in so einem Dreieck. Aber it's up to you. Lange Rede, kurzer Sinn. Vor ein paar Monaten habe ich mich von ihm schweren Herzens getrennt. Nach einem schweren Schicksalsschlag wurde mir die Endlichkeit meines Daseins so richtig bewusst, und ich konnte zunehmend klarer für mich erkennen, was mir wirklich wichtig ist im Leben. Ich glaube, ich habe noch nie jemand so geliebt wie ihn. Ja, also man denkt immer, dass die eigene Liebe so unbefleckt und unendlich ist, bis man mal jemanden in einer Beziehung hat, der einen entsprechend zurückliebt.
Und dann sieht die Welt nämlich auf einmal ganz anders aus. Das ist dann, dass man auf einmal mit Bindungsangst beschäftigt oder dann ist einem zu viel, zu nah oder findet sie nicht attraktiv. Das ist immer schön, jemand so, ich will das auch jetzt seine Liebe nicht in Abrede stellen oder so, aber es ist immer eine coole Sache, jemanden zu lieben, sage ich jetzt ein bisschen ironisch, den man nicht haben kann, weil da muss man nie abliefern, ne? Ich weiß, man wünscht sich dann nichts lieber, als dass diese Liebe endlich erwidert wird, aber glaubt mir, wenn die Liebe erwidert würde, wäre es keine toxische Beziehung mehr, wäre ein ganz anderes Spiel und würde dieser Drogenmodus wegfallen und ja, das ist die harte Realität. Glaubt's oder glaubt's nicht, aber naja. Aber seine Unnahbarkeit, seine tausend kleinen Verletzungen, die er mir zugefügt hat und seine Nichtbereitschaft, sich mit mir regelmäßig zu treffen, brachen mir mein Herz über Jahre hinweg. Da es aber auch sehr schöne Phasen mit ihm gab und ich ihn von Herzen geliebt habe, nahm ich vieles in Kauf. Ja, da sage ich immer, ist vielleicht auch nicht so romantisch, ja, auch ein, ich weiß nicht, was kann man jetzt mal sagen, was noch politisch korrekt ist, weiß ich nicht, auch irgendein, egal. Gibt nur wieder böse Kommentare. Also stellt euch irgendeinen schlimmen Menschen vor, den ihr kennt, und dann sagt euch, auch der wird gute Tage haben, kann ich euch sagen. Jeder hat gute Tage. Ja, also jeder. Auch der schlimmste Diktator hat hundertprozentig gute Tage, ja. So, da ich eine sehr kalte Mutter gehabt habe, ja, da weißt du ja, weil das kommt, ist mir ungefähr klar, was mich mit ihm so gereizt hat. Und dass sie ihn nicht vergessen können, macht mich ganz schön fertig. Ja, würde ich, wie gesagt, immer mit Modul 0 anfangen, wenn du da mit meinen Kursen arbeiten willst. Und ja. Sehr schnell, als ich mich von ihm getrennt habe, ging ich eine neue Beziehung zu einem sehr lieben Kollegen von mir ein. Ja, jetzt geht's nämlich schon los. Also erstmal, nothing beats a fantasy. Der hat keine Chance, der Kollege. Und wenn er auch noch nett ist, hat er schon mal überhaupt keine Chance. Also das kannst du vergessen. Ein wirklich toller Mensch, gebildet, gut aussehend, frei und mit seinen Worten ganz bei mir. Ja, das wolltest du doch immer. Aber so ist das mit allen, die mal sagen, sie wollen genau das. Und dann haben sie es und dann finden sie es nicht attraktiv. Das ist 3D, das ist die toxische Scheiße. Und ja, so ist es. Jedoch bin ich nicht in ihn verliebt. Ja, das hättest du mir gar nicht schreiben brauchen. Als wir das letzte Mal Sex zusammen hatten, stöhnte ich kurz vor dem Höhepunkt den Namen meines Ex-Freundes. Oh Gott, wie schrecklich, ey. Aber finde ich echt lustig, dass du das auch schreibst. Ich kann das auch alles verstehen. Ist alles gut. Das kann passieren. Vor allen Dingen, wenn man so eine Suchtbeziehung hatte. Aber sollte auch dann deinem neuen Freund klar sein, was hier geschlagen hat. Ich kam mir sehr schlecht vor und wir sprachen lange über diesen Fauxpas. Wir sind auch beide so in der Coaching-Szene. Das Perfide ist, dass er mich sehr gut verstehen kann und mir alle Welt, Zeit der Welt einräumen möchte. Ja, aber gerade diese Haltung findest du ja nicht sexy. So, vermute mal, liegt nicht auf deinem Liebeschip. Und dann musst du halt deinen Liebeschip mal angucken, ob der auf Bad Guys, nicht verfügbare Menschen, und weil dann klickt der einfach nicht, wenn du jemanden hast, der scheinbar das macht, was du eigentlich immer wolltest, ne? Und dann kommt der coole, unerreichbare Surferboy von nebenan und dann verliebst du dich in den so, ne? Das schätze ich sehr an ihm, jedoch bin ich mir darüber im Klaren, dass es sich bei mir wohl nur um eine Rebound, also das heißt so Trostbeziehung, Rebound ist eigentlich ein viel schönerer Name, Geschichte handelt und mich deswegen sehr schlecht ihm gegenüber fühle. Ja, dann mach es nicht, lass es, ne? Er hält dennoch an mir fest, er spricht von Trauma-Bonding, wenn ich mit ihm über meinen Ex spreche. Ja, aber jetzt macht er dich deinem Therapeuten, das bringt gar nichts. Also du befindest dich ja hier so im Minuspol und man muss sich, wenn man Minuspol ist, muss man wirklich überlegen, ob man, man kann natürlich sagen, es ist doch sein Problem, wenn er sich nicht trennen will, aber du könntest auch sagen, ich möchte nicht mehr mitmachen in diesen toxischen Beziehungen, möchte auch nicht im Minuspol mitmachen und könntest ihm sagen, du, das hat einfach keinen Zweck, ich nehme das hier so nur mit. Und wirklich ist es zu deinem Besten, wenn wir uns trennen, könntest du auch sagen. Aber du kannst auch sagen, ich meine, ich kenne jetzt euren Fall nicht, wie sehr er an dir hängt oder was da alles dranhängt, keine Ahnung. Aber ja, aber naja, wie auch immer. Ich glaube, dass ich noch nicht richtig ausgeheilt bin und erst wieder gesund sollte. Ja, glaube ich auch. Ich weiß, dass wann geht wirklich. Das ist ja auch vor und zurück drin in Modul 1.
Man geht wirklich mit noch weniger raus aus diesen Beziehungen, als man reingegangen ist. Und dann ist man noch bedürftiger und zieht da noch mehr toxische Beziehungen an, ob im Pluspol oder Minuspol. Und ja, es bringt einen nicht weiter, ne? Datingpause wird da angesagt. Deshalb habe ich ihm gestern gesagt, dass ich ehrlich zu ihm sein möchte und die aufkeimende Beziehung gerne beenden würde. Gehe ich da auf den Balkon und klatsche. Sehr gut. Kaum hat mir das Telefonat beendet, stand er schon vor meiner Tür und klingelte mitten in der Nacht Sturm an meiner Hausklingel. Ja. So gesund ist eure Beziehung. Ja. Also. Da weißt du, was du dir da angezogen hast. Also da würden bei mir schon alle Haare zu Berge stehen. Also das würde ich nur noch rauswollen. Aber gut, frage ich mich, wo hier das Trauma-Bonding ist. Aber egal. Wahrscheinlich überall. So, damit hatte ich nicht gerechnet. Als ich ihm die Tür aufgemacht habe, um mich auf ein letztes Gespräch einzulassen, brach er im Hausflur in Tränen aus und ich bekam so starkes Mitleid mit ihm, dass ich ihn bei mir übernachten ließ. Ja, es ist Mitleid, Mitgefühl ist immer gut und ich, Gott, das ist jetzt so eine Situation, ich will die jetzt auch nicht überbewerten, aber das zeigt einfach, ja, dass du bist sehr bedürftig auf die Suche gegangen, hast einen sehr bedürftigen Menschen angezogen und jetzt hast du, diesmal bist du auf der anderen Seite und merkst, ich kann das gar nicht handeln, ich will das auch gar nicht, ne? Ich bin so inkonsequent und noch so im Schmerz mit meinem Ex, dass ich nicht mehr weiß, was ich machen soll. Naja, in erster Linie musst du ja, also jeder muss für sich Verantwortung übernehmen, zuallererst. Und ob man dann auch, weiß ich nicht, wie jemand anders mitdenken will, kann man machen, kann man lassen. Aber du musst vor allen Dingen das machen, was für dich richtig ist. Aber richtig ist nicht unbedingt, was dann als erstes in den Kopf kommt. Und du musst überlegen, was für dich richtig ist, diese Beziehung fortzusetzen. Und dann vielleicht auch noch überlegen, ob es für ihn gut ist. Aber er muss natürlich, du bist natürlich auch jetzt so ein Negativ-Coach, Arschengel für ihn. Er muss auch seinen Weg gehen. Ne? Also sei ehrlich mit ihm, das kann ich dir auf jeden Fall nur raten. So, ne? Super ehrlich. Ich bin so inkonsequent. Ich wollte nie mit dem Gefühl von anderen Menschen spielen. Ja, dann, falls du es getan hast, hast du es getan, aber dann nimmst du dir vor, dass du es jetzt nicht mehr tust. Sorry, ich verkomme hier immer im Absatz. Da mir sowas mit meinem Ex auch passiert ist, aber momentan fühle ich mich so schlecht, immer zu schlechtem Gewissen meinem Freund gegenüber, dass ich völlig ratlos bin, wie ich mich weiter verhalten soll. Naja, du weißt es doch eigentlich, oder? Zu meinem Ex möchte ich nicht mehr zurück. Ich habe das für mich selbst manifestiert, da ich auch seit ein paar Monaten eine neue Telefonnummer habe. Sehr gut, ja, das sollst du auf gar keinen Fall fortsetzen. Jedoch habe ich trotzdem das Gefühl, nicht von ihm seelisch loszukommen und die Angst, nie wieder jemandem so nahe zu sein bzw. an mich ranlassen zu können. Ja, das sind diese, es gibt auch so ein Video, die ewigen Fragen von Pluspolen oder so. Das ist auch eine von denen. Ja, natürlich kannst du das wieder. Aber jetzt mach die Arbeit, dafür sind meine Kurse gemacht, da Hilfestellung zu geben. Und ja, hör nicht nur die Videos, mach die Kurse. Hat vielen gut getan und na. So, was stimmt momentan nicht mit mir? Ja, ich will das jetzt nicht alles aufdröseln hier. Ja, ich glaube, ich sollte gewaltig an meinem Liebeschip arbeiten. Ja, genau. Hab mich auch schon beim Modul 0 angemeldet. Ja, mach das mal einfach, genau. Ich denke, du wirst Antworten auf die Fragen kriegen, was mit, also was heißt, was stimmt nicht mit dir? Ja, das ist der alter Liebeschip, ne? Wie kann ich die Gefühle für meinen Ex loslassen und wieder im freien Geiste werden? Ja, das ist mein Vorschlag dafür, ist ja ein Modul 0 drin. Hatte so eine schräge Nummer noch nie, außer mir ist klar, dass ich mit meiner Mail wieder sehr polarisieren werde. Keine Dreiecke, das weiß ich spätestens jetzt auch. Ja, ist ja trotzdem, ich bin wirklich für jeden dankbar, der sich hier der Mail stellt, weil damit hilfst du auch anderen Menschen. Und auch wenn man da manchmal so ein bisschen vielleicht mal eine harte Ansage kriegt von mir, ich glaube, das ist wirklich das Hilfreichste, was man machen kann, weil wenn man jetzt einer sagt, ist alles nicht so schlimm, lass es alles laufen und geh zurück zum Ex, das wäre ja wirklich viel schlimmer, als mal zu sagen, hey, das ist schlechter Liebe, was heißt schlechter,
ungünstiger Liebeschip, auf Drama programmiert, Liebessucht, gibt's ja auch, guck dich meine Videos durch und so weiter und so fort. Falls ich es noch nicht gesagt habe, es gibt ja diesen 12-Euro-Code übers Wochenende auf meine Kurse, Ferien 20 und auch noch Stundenpakete, so ein 3-Stunden-Paket, das hat eigentlich schon seine eigene Reduktion und so weiter. Schaut euch mal auf liebeschip.de, neuen Glaubenssätze-Kurs. Da gibt es so einiges Neues. In diesem Sinne, wir werden uns bald wiedersehen.